Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda The Wind Waker. Es ist jetzt gerade wieder ein bisschen lauter. Ich kann es leider nicht leiser drehen. Deswegen muss ich das Ganze gerade in der Nachbearbeitung wahrscheinlich leiser machen. Also hoffentlich ist es für euch nicht zu laut. Keine Ahnung. So. Kommen wir zur heutigen Aufnahme und gleich zur schlechten Nachricht. Ich habe mich dazu entschieden, da ja manche Secrets, manche Schätze nur in der Nacht zu heben sind, und auch wenn das immer noch dumme Rubine sind, es wäre besser, da ich ja jetzt sowieso so einen Stand von permanenter Nacht habe, wegen diesem Storypunkt, und ich nicht weiß, ob das jetzt so lange anhält. Außerdem könnte ich ja noch diese komischen Deku-Viecher finden und halt die anderen Baumsetzlinge. Fehlen mir noch 7. Habe ich mich jedenfalls dazu entschieden, alle Kartengebiete aufzudecken, die nicht mit einem Wirbelsturm versehen sind und mich somit wieder von irgendeiner Stelle rauswerfen. Das bedeutet, es gibt noch mehr Meereserkundungsfolgen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mögliche Felder, an denen was sein kann. Und die möchte ich alle erkunden. Ja. Das heißt, früher oder später hätte ich das eh gemacht, aber die Sache ist halt... Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es lohnt sich, wenn ich es einfach jetzt mache. Weil, ja, Nacht und so. Aber, fürchtet euch nicht. Also selbst wenn ich mich jetzt dazu noch während der Aufnahme entscheiden sollte, das nicht zu machen. Also, dass ich das dann doch nicht alle Felder jetzt erkunde und dann doch nur die 4 mache und dann direkt zur Insel gehe. Ich werde... die Parts, wo wirklich nur diese Wassererkundung stattfindet, natürlich auch entsprechend Meereserkundung nennen. Und wenn wieder irgendwas stattfindet, auch wenn noch Anfang Wassererkundung oder sowas ist, dann kriegt das natürlich wieder einen anderen Titel. Also, ja, haltet einfach nach den Titeln Ausschau, wenn es euch gar nicht interessiert, was ich im Meer erkunde. Das ist, was ich sagen wollte, und jetzt geht's los. Hallo, Piratenschiff. Perfekt. Ich muss auch sagen, ich finde dieses ganze Schatzsystem unnötig nervig. Ich werde massiv in meine Bewertung am Ende des Spiels reinfließen. Ich habe mir jetzt schon eine relativ große Bewertung dazu gemacht und ich meine, ich kann noch nicht mal so weit im Spiel sein. Hier ist endlich der Übergang. Immer noch nicht. Jetzt. Von der Inselgröße würde ich behaupten, das ist wieder so ein komisches Riff. Da
und Zahlenriff. Ja, so nah wie die Schätze schon wieder beieinander sind, ist das ein Zahlentreff. Breites Grinsen macht gerne ganz alles Mögliche, aber nicht mein Gesicht zieren dafür, dass ich Rubine gekriegt habe. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich sammle halt einfach nur Schätze ein, die auf der Landkarte sind. Super langweilig. Ich wusste es doch, dass wir so eine 3. Eigentlich bin ich doch tatsächlich auf der Nachbarinsel im Osten so einem komischen Kauz begegnet. Der hatte einen riesigen Rucksack umgeschnallt. Ich hatte den Eindruck, er würde dort nach irgendeinem Schatz suchen. Aber es wäre mir neu, dass es auf der Insel irgendwas von Interesse gäbe. Wirklich hat der Kerl einfach sonst keine Hobbys, wer weiß. Okay. Zur Festungserkundung. Ja, ich dachte, das wäre irgendwas Wichtiges, aber... Hier ist nichts Besonderes drin.
Ja, ich hab's geahnt. Also die auch noch so nah beieinander. Scheiße angucke, die ich gerade mache. Ich glaube, ich halte das nicht durch, die ganze Karte rein stark zu erkunden. Na, werde ich wohl doch erstmal nur die vier Gebiete machen und dann mich zumindest mal in den ins nächste Hauptgebiet gegeben. Wir haben die 5 Rubine. Ich frage mich halt wirklich, was es mit diesen komischen Riffen auf sich hat. Ob die immer irgendwie wichtig wären. Ich meine, das hier ist das Drei-Augen-Riff. Ein Augen, sechs Augen. Keine Ahnung, ob die irgendwie nochmal wichtig wären. Gehen wir auf jeden Fall massiv auf den Sack. Roter Rubin. Yay. Da vorne ist der nächste Fisch.
Du hast doch hier bestimmt auch schon dieses Schiff kreuzen sehen, das wie wild mit seinen Kanonen um sich feuert. Jetzt gäbe es kein Morgen mehr. Ich bin mir sicher, dass es mit Schätzen voll beladen ist. Natürlich brauchst du aber auch deinerseits eine Kanone an Bord. Sonst wird das ziemlich einseitig, Schüchter. Das wärst du bald schon hier. Ein Schiff mit Kanonen beladen. Keine Ahnung, wovon der redet. Auf sich. Das sieht aus wie Eis. Das wird wahrscheinlich erstmal schmelzen. Oh, hier ist der zweite Sitzding. Lange nicht mehr gesehen, werter Freund. Wie ist es dir ergangen? Was? Die tropischen Bäume, die meine Freunde gepflanzt haben, sind auch verdorrt. Das hatte ich befürchtet. Wie du sehen kannst, ist mein Baum auch nicht besser gegangen. Am Anfang wollte ich es ja nicht so recht glauben, aber nun scheint es immer wahrscheinlicher, dass auch hinter dieser Sache jeder Gene entsteckt, nicht wahr? Jedenfalls steht eines fest, dieser Baum ist nur noch mit Hilfe von Tantopischem Wasser zu retten. Alter Freund, bitte bring mir Wasser aus dem Tantopias und befeufte diesen Tantopischen Baum. Ich bitte dich wirklich inständigst. Ich hätte mir auf jeden Fall schon mal den zweiten Ort gefunden. Wie ging nochmal die Ego-Perspektive? Zwar nicht so, aber... Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier zum Rand rausfahre? Das ist etwas, was mich halt interessiert. Schatz, ach, zum Kotzen.
jetzt am Rande der Welt. Hey. Hier weiter zu fahren könnte gefährlich werden, das ist der. Okay. Sagt einfach nur, das könnte gefährlich werden, das war's. Na gut. Sturm geht mir schon leicht auf den Sack. Übrigens finde ich es ein bisschen schade, dass der Regen sich nicht der Windrichtung anpasst. Schatz. Bitte sei was Gutes, bitte sei was Gutes. Du hast auf einer Schatzkarte existiert, es ist bitte sei was Gutes. Oh, danke. Das ist halt wirklich so, wenn es die Schatzkarten. Die einzigen Schätze, die sich lohnt zu holen. Jungchen, ich habe gerade erst eine phänomenale Information reinbekommen. Der Schatz, der irgendwo auf dieser Insel schlummern soll, mit dem erreichst du, dass es anstatt wie sonst immer zu verschwinden, plötzlich nicht mehr verschwindet. Du weißt schon, wovon ich rede, oder? Na, von diesem Dings da halt, das hier immer auftaucht, wenn nachts dem Mond links ein Stückchen fehlt, verstehst du? Kannst du mir folgen? Das wär's soweit von mir. Oh. Ich kann aufs Geisterschiff, wenn ich das Item von hier habe.
merken wir uns das jedenfalls erstmal vor. Da vorne ist Primordien, wenn ich das richtig sehe. Da wollen wir ja nicht hin. Wir wollen ja dorthin. Zur letzten Insel. Okay.